Montag, dem 11. Jänner. Wir starten in die zweite Ausgabe von Follower Week 2016 und die letzten Tage haben es wirklich in sich gehabt. Am Samstag bin ich in aller Früh um 7 Uhr mit meinem Partner zusammen nach Salzburg gefahren. Dort haben wir dann ungefähr bis 14.30 Uhr was richtig gearbeitet im Exit Room. Die Maler waren auch schon da und eines kann ich sagen, die Malerarbeiten in den Räumen drinnen sind sensationell. Also wenn sie da nicht ein paar dann in die Hose machen, also ich würde es verstehen, wenn sie sie in die Hose machen, wenn sie dann diese Türen dort öffnen. Ja, also ist auf der einen Seite doch ein bisschen gruselig, aber echt genial geworden. Ja. Wir sind dann weiter um 14.30 Uhr, zack, nach Linz zur nächsten Exit Room Niederlassung. Ja. Das heißt, wir öffnen ja dort im Februar. Und auch dort haben wir dann einiges vorbereitet, vor allem ist ja die Wände markiert, also wo was hinkommt, auch für die Trockenbau, also für den Innenausbau. Also war echt ein sensationeller Samstag, ganzen Tag unterwegs gewesen, Coffee to go, Pizza gegessen aus der Schachtel aus, ja, also so wie es ist richtig gehört beim Aufbau, ja. Gestern Sonntag dann Besuch bei meiner Schwester. Der Neffe, der Tobias, mit seinen 4 Jahren hat sich das irrsinnig gewünscht, dass der Onkel Thomas mal vorbeikommt. Gestern waren wir dann dort und dann hat der Onkel Thomas nur mit dem Tobias gespielt, aber auch viel mit der Lara, also mit der Nichte, die ist jetzt knapp ein Jahr. Also es war echt super Family-Nachmittag, gemütlich gegessen danach und jetzt sind wir um, ich glaube, um 20 Uhr heimgekommen und ehrlich gesagt, richtig K.O. gewesen. Gleich gemütlich gemacht, Fernsehen geschaut und das war's dann. Ja, heute ein bisschen länger geschlafen, ja, bis 8 Uhr und dann eh schon im Büro gearbeitet wieder für Support, Exit the Room und auch die Do-It-Charity-Community. Das heißt, wir haben uns da gerade dabei, die ersten Projekte online zu geben und ich werde jetzt da raufgehen. Ich mag nicht mehr im Büro arbeiten, ich gehe hoch, ich habe meinen Laptop schon oben. Und ich werde dann an der Präsentation für die Do-It-Charity-Community arbeiten und auch am Videotext-Drehbuch, das möchte ich auch in dieser Woche noch fertigstellen, wobei diese Woche auch noch wieder die Fahrt nach Salzburg und Linz geplant ist für den Aufbau, vorwiegend Salzburg. Ja, also wirklich extrem viel zu tun. Und was wollte ich noch sagen? Do-It-Charity. Ah, genau, wir haben heute ein Datum finalisiert, ja, nämlich im Dezember wird es die allererste Do-It-Christmas Charity Night geben. Ja, Datum ist heute fixiert worden. Das Witzige ist ja, wir mussten das heute schon fixieren vom Datum her, von den Räumlichkeiten, weil die Räumlichkeiten sind so schnell dort ausgebucht und wir haben maximal 120 Leute dort Platz. Das heißt, es wird dann Tickets geben, 120 Tickets, wer die dann bekommt und das war's dann. Also mehr gibt's leider nicht, aber es wird eine tolle Charity Night dort werden. Auf das freue ich mich ganz besonders als Jahresabschluss. Und das Witzige ist, wir haben so noch gar nicht richtig gestartet und wir planen schon in das volle Jahr hinein. Okay, das war's jetzt da heute am Montag und wir hören uns dann morgen am Dienstag. Hallo und willkommen am Dienstag, dem 12. Jänner. Heute doch ein wenig ein historischer Tag. Wieso? Wir haben das allererste Projekt für die Do-It-Charity-Community fixiert. Ich warte jetzt nur mehr auf die Unterschrift der Familie, aber Fotos sind soweit da. Die Projektsumme, Kostenvoranschlag und die ganzen Dinge, die man eben braucht. Und zwar geht es um einen E-Rolli. Ja, mehr dazu dann auf der Webseite. Aber das ist heute finalisiert worden. Habe heute auch schon mit der Mutter telefoniert, wegen dem ganzen Projekt. Also da spürt man wirklich diese Dankbarkeit, diese Freude. Und deswegen sage ich ja, so ein besonderer historischer Tag. Und da bin ich doch ein bisschen sentimental, weil jetzt da wirklich eine Herzensangelegenheit richtig im positiven Sinne losgeht und startet. Ja. Jetzt am Abend bin ich auch noch dabei. Das heißt, wir haben heute ein Neujahrskonzert von unserem Lions Club. Auch dort bin ich charity-mäßig jetzt da im Einsatz. Und ja, ansonsten war heute nicht wirklich viel Webseiten weitergemacht, also Projekte. Ja, und dann habe ich Sitzung noch gehabt von unserem Wirtschaftsbund, also ist um die Planung gegangen für die nächsten 3-4 Monate, was wir da in der Region alles machen. Also von dem her doch einiges gewesen und dann natürlich Exit the Room, der Countdown läuft für die Eröffnung diese Woche Samstag. Mal schauen, ob jetzt da morgen übermorgen auch noch in Salzburg bin, ich weiß es noch nicht genau, aber auch hier in dem Bereich gibt es noch einiges zu tun. Okay, das war's jetzt noch heute Dienstag. Jetzt gehen wir umziehen und wir hören uns dann morgen.
Hallo und herzlich willkommen, nämlich am Mittwoch um 20 Uhr, knapp vor Feierabend jetzt da. Bin heute den ganzen Tag im Büro drinnen gewesen, Texte geschrieben und so weiter. Und ihr habt jetzt auch schon kurz gesehen, die Do It Charity Community ist online und auch schon mit den allerersten Projekten, nämlich mit dem E-Rolli für den Georg. Wir brauchen da jetzt da ungefähr 27.000 Euro für dieses Projekt und es kommt da wahrscheinlich noch ein Geld von der Krankenkasse, nur das wissen wir nicht genau, wie hoch das der Zuschuss ist. Ja. Deswegen einmal haben wir die 26.900 irgendwas auf der Webseite oben und für die sammeln wir aktuell mit unserem Konzept der Do It Charity Community die Gelder, damit wir dann so schnell wie möglich den E-Rolli für den Georg besorgen können. Wieso, dass er den braucht, schaut einfach auf die Webseite hinauf und da seht ihr dann alles auch mit Text dazu. Ja. Dann habe ich heute Post oder Paket bekommen. Nämlich, da hinten liegt das schon, ja, die sind echt super geworden, ja. Einmal der Flyer für liebochtal.info, fix fertig, über 1000 Stück jetzt der Flyer, wenn ich unterwegs bin, ja, bei Kunden und auch unser Flyer von Stratner Media ist jetzt da endlich da und ich bin richtig stolz auf diese zwei Flyer, weil in Eigenregie entwickelt, ja. Jetzt habe ich auch die Vorlage, das heißt auch die Flyer für die Do-It-Charity-Community mit den Projekten drin und so weiter, überhaupt kein Thema jetzt da mehr, können wir dann auch Step-by-Step angehen, ja. Heute dann noch ein bisschen K.O. vom gestrigen Tag, wir haben ja Lions Neujahrskonzert gehabt, auch da war die, auf der einen Seite war er als Lions-Mitglied dort, sehr viel gearbeitet und auch als Stratner Media, die Nadine hat einiges gefilmt, ihr seht auch schon die ersten Fotos auf der Facebook-Seite von Stratner Media und auch demnächst kommt der Film dann online, ich weiß noch nicht, wann ich ihn schneiden tue, weil morgen bin ich im Filmstudio und hier ist auch schon der Text für das Video für die Do-It-Charity-Community, weil das werde ich morgen einsprechen. Ich wollte das ursprünglich schon heute machen, aber nachdem wir gestern erst um 12:30 Uhr nach Hause gekommen sind, dann bis wir im Bett waren, ist heute ein bisschen ein komischer Tag. Also mehr so Couch-Tag. Ich habe aber bis jetzt gearbeitet, aber es ist richtig ein bisschen, naja, ich bin müde. Ja? So, das war es jetzt dafür. Heute Mittwoch, dem 13. Jänner und wir hören uns dann morgen am Donnerstag. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Stratner und ich bin Founder und CEO der Do It Charity Community. Hallo am Donnerstag, dem 14. Jänner 2016. Wir sind noch immer in der Vollmerweg in der Folge 2 drinnen und wir haben es jetzt schon wieder 21.30 Uhr, langer Arbeitstag. Why? Also warum? Ich habe heute Vormittag das Video gedreht für die Do It Charity Community. Auch das ist jetzt auf unserem YouTube-Kanal oben als allererstes Video. Ich habe dann den Beitrag für meine Webseite geschrieben, für die thomasstratner.com. Also dort ist der Beitrag, machen wir dann oben mit den ganzen Verlinkungen dazu. Dann das Projekt ist online. Dann haben wir schon die ersten Zuteilungen, Gespräche gehabt. Jetzt habe ich im Prinzip auf dem Facebook-Kanal noch die ganzen Dinge gemacht. Also es war wirklich ein heavy Tag heute. Morgen wird dann der Newsletter vorbereitet, der geht dann am Montag raus. Das ist der normale Newsletter über die thomasstratner.com noch, ja, mit allen Dingen, Webinartermine, Präsentation werde ich morgen noch machen. Also es tut sich wirklich einiges und so nebenbei bauen wir auch noch Exit the Room Salzburg und Linz. Mein Partner ist jetzt da eben gerade in Linz, in Salzburg draußen und macht die letzten Vorbereitungen. Ich bin viel mehr mit dem Support im Hintergrund beschäftigt, mit den ganzen E-Mails, aber auch das läuft spitzenmäßig. Und ja, wie gesagt, mir taugt es irrsinnig, dass die Charity-Community jetzt da anläuft, Step by Step. Ja, und ein kleines Ziel habe ich mir natürlich auch gesetzt für Jänner von der Mitgliederanzahl her. Und natürlich würde es mich freuen, wenn ihr euch jetzt da auch Step by Step anmeldet und der guten Sache oder bei der guten Sache dabei seid. So, ich mache jetzt den Feierabend und wir hören uns dann auch morgen am Freitag. Wieder geht eine Woche zu Ende. Wir haben jetzt am Freitag, den 15. Jänner 2016, Ausgabe 02 wird nun beendet. Ja, wir starten jetzt wieder in das erholsame Wochenende. Und die Woche ist wirklich extrem viel weitergegangen. Das habt ihr jetzt auch in der Vollmer Week drinnen gesehen.
Veranstaltung vom Lions Club, Flyer sind geliefert worden. Ich habe das Video gedreht für die Do It Charity Community, das ist auch online. Ein Beitrag ist online auf der thomasstratner.com. Der Newsletter ist fertig, der geht am Montag raus. Und ihr könnt euch jetzt schon für die Do It Charity Community anmelden. Und diese Woche war wirklich, jetzt, ich habe es jetzt da gerade gesehen, beim Schneien von der Vollermer Week, was da wirklich alles los war. Also wirklich ein Wahnsinn, wozu man als Einzelunternehmer fähig ist. Und das Interessante ist, ich habe diese Woche einen Beitrag gelesen, natürlich wieder von amerikanischen Unternehmern, wie viele 1 Millionen Dollar Unternehmen und noch drüber hinaus, es in Amerika gibt, die aber reine EPU, sprich Ein-Personen-Unternehmer sind. Ja? Also in Amerika ist es normal, dass jemand als Einzelperson ja 1 Million Dollar Umsatz machen kann, ja, was bei uns hier in Österreich oder im europäischen Bereich noch nicht so wirklich so gang und gäbe ist. Aber das Ziel ist es, das mit meinen unterschiedlichen Marken richtig zu zeigen, was alles möglich ist. Und wie gesagt, bei der Do It Charity Community könnt ihr hier von Anfang an dabei sein. Würde es mich freuen, wenn ihr hier die ganzen Projekte unterstützt. Okay, das war's jetzt für diese Woche, für Ausgabe 02. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns nächste Woche ab Montag wieder, nämlich wenn es heißt, wir starten im Vollermer Week, Ausgabe Nummer 3.